So Leute, das meiste habe ich jetzt schon abgenommen, also die ganzen Tasten liegen hier. Ein paar habe ich noch dran gelassen, so vom Numpad und so, weil die waren noch sauber. Die habe ich sogar letztens erst, ja. Die habe ich letztens erst sauber gemacht. Und ja, jetzt nehmen wir diese ganzen Tasten. Da habe ich hier schon eine Schüssel mit Wasser drin. Und dann kommen die da rein, da kommt ein bisschen Seife drauf. Und ja, dann lasse ich die ja kurz ein bisschen drin, kann man ein bisschen hin und her, bla bla bla. Und ja, da sitzt es auch und wir können die dann wieder draufstecken. Also bis gleich. So Leute, die ganzen Tasten sind jetzt trocken und auch wieder sauber. Deswegen werde ich die jetzt wieder auf die Tastatur draufsetzen. Und da kommt jetzt nochmal eine kleine Zeitraffer. Bis gleich. Jo Leute, und jetzt bin ich nochmal hier am Start und möchte euch nochmal ganz kurz ein paar Sachen erläutern. Das Mikrofon ist das Onna Mic 900 BB, wäre es nur, wenn es jetzt schwarz wäre, also Black. Meins ist aber Silber, war meiner Meinung nach die kostengünstigste Variante, weil, ja, du kannst halt einfach nur wegen der Farbe nochmal 10 € mehr bezahlen, wenn du schwarz haben willst. Und ja. Deswegen, das ist das Auna Mic, habe ich ja eben schon gesagt, 900. Und ja, die Tastatur ist die Already 643. Und ja, wie gesagt, ich blende euch gerade im Hintergrund noch mal ein paar Bilder ein, weil die Bilder sind echt meiner Meinung nach besser geworden als die Videos, keine Ahnung. Und ja, meine Maus, die ist auch übel nice, die war zwar auch ziemlich teuer für eine Maus. Aber die ist heftig. Das ist die Logitech G203 Pro. Keine Ahnung, also es gibt auch noch eine ganz normale G203. Da sehe ich keinen Unterschied. Aber die hatte irgendwie noch ein paar Unterschiede bei der DPI-Anzahl, beziehungsweise bei den Sachen, die man einstellen konnte, noch extra. Und ja, mein Monitor, den habe ich übrigens gar nicht gezeigt, beziehungsweise den sieht man eigentlich nur, aber richtig vorgestellt habe ich den nicht. Das ist irgend so ein Asus-Monitor, den ich noch stehen hatte.
Und der ist nicht so schlecht, der hat eine Millisekunde Reaktionszeit, reicht zum Zocken. Was heißt reicht zum Zocken? Ist eigentlich relativ gut zum Zocken. Und ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, Mosch ist raus. Haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.